So, Ruhe bitte. Ich habe die korrigierten Vaterschaftstests mit. Und ich kann euch gleich sagen, das ist kein tolles Ergebnis. Henrike, du hast mit Ach und Krach noch einen Albert bekommen. Tina, Elke, Andrea, von euch hätte ich wirklich mehr erwartet als einen Mustafa, einen Hakan und einen Özgür. Frieda, du hast einen Klaus Günther. Sehr erfreulich. Melli und Berit, ihr habt bis auf das letzte Gen den identischen Chris als Ergebnis. Ich weiß zwar nicht, wer davon wem abgefickt hat, aber für euch beide ist das Ergebnis ein Griff ins Klo. Can't you see, the little girl is me, sitting in the tree. Sehr verehrte Damen und Herren von der Telekom, 1&1, Vodafone und wie sie alle heißen, wenn ihr nicht endlich in die Gänge kommt und mir meinen Internetanschluss freischaltet, dann kriege ich einen Affen. Das kann doch wohl nicht so schwer sein. Dann wohne ich halt am Arsch der Welt in der Eifel. Da kann man doch wohl trotzdem so eine verschissene Leitung hinlegen. Oh, ich würde ja gerne mal eine gepfefferte Mail an die Konzernvorstände schicken. Aber das kann ich ja nicht. Mann! Ich will auch endlich Internet. Ich gehöre zur digitalen Elite, ihr Flachpfeifen! Guten Tag. Guten Tag. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, ich habe hier einen Scheck, den wollte ich einlösen. Ich habe mir hier auch schon so ein Einreichungsformular genommen, aber ich komme damit überhaupt nicht klar. Können Sie mir da helfen? Natürlich. Das hier ist ein sogenannter Verrechnungscheck. Der hat zwei Besonderheiten. Erstens, den kann jeder einlösen, der ihn zur Bank bringt. Also Vorsicht, nicht in die falschen Hände geraten lassen. Okay. Und die zweite Besonderheit? Ja, bei einem Verrechnungscheck müssen Sie das Einreichungsformular mit diesem unsichtbaren Stift ausfüllen. Aha, okay. Gut. Checknummer, Bankverbindung und den Betrag. Und jetzt nur noch unterschreiben. Ja, hier? Mhm. So. So? Alles klar. So, den nehme ich jetzt an mich und das Geld müsste in 4 Tagen auf Ihrem Konto sein. Okay, gut. Dann vielen Dank. Danke Ihnen. Tschüss. Entschuldigung. Krieg ich da nicht noch irgendwie einen Beleg oder so, dass ich den eingereicht habe? Natürlich. Bitte sehr. Ah, danke. Moment! Die Stempel. Ah, gut. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen, was kann ich für Sie tun? Ich bin ein kleines bisschen spät dran und ich würde gerne schnell einchecken für den Flug nach Turin. Gern. Sie sind gebucht auf den 10.40 Uhr Flug nach Turin. Sie sind allerdings Gast der Economy Class. Ja, und? Das hier ist der Business Class Check-in. Und das bedeutet? Das bedeutet, dass Sie sich bitte an die Kollegen vom Economy Check-in wenden. Ah. Wird sich gleich jemand um Sie kümmern. Vielen Dank. Zum Economy Check-in geht's da hinten. Ah, sorry. Kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne einchecken. Kommen Sie ruhig zu mir rüber, die Kollegen sind noch in der Pause. Ja, ich bin bloß Economy. Da wollen wir heute mal nicht so sein. Hier bin ich. Ach,
10.40 Uhr nach Turin. Gut. Herr Bönke? Ja. Oh, das tut mir aber leid. Was tut Ihnen leid? Der Check-in für den Flug nach Turin wurde vor 2 Minuten geschlossen. Ah. Tja, da kann man wohl nichts machen. Hm.